auch seitens des ÖGB kann man sich natürlich die Frage stellen, warum gründen wir gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung eine Europaplattform? Es gibt einige Themen, wo wir nicht einer Meinung sind und das auch artikulieren, und es gibt da in der Europapolitik bestimmte Unterschiede, wo wir unterschiedliche Positionen vertreten. Das ist die eine Seite, um was es uns geht, aber auch ganz klar zu machen, wo wir gemeinsame Positionen vertreten, und eine dieser gemeinsamen Positionen, wenn nicht überhaupt die stärkste, ist, es gibt keine vernünftigere Alternative zur EU-Mitgliedschaft Österreichs. Das ist für uns ein Fakt, und gerade jetzt in der Krise zeigt sich, dass ein kleines Land wie Österreich allein sehr schwer bis gar nicht aus der Krise finden könnte. Es gibt kein Land auf der Welt, das diese Krise allein bewältigen könnte. Umso schwieriger ist es für ein kleines Land, und wir können aber hier im Rahmen der Europäischen Union als Mitglied sehr, sehr vieles bewegen, was auch die jüngste Vergangenheit gezeigt hat. Es sind nur mehr wenige Wochen bis zur EU-Wahl, und es geht uns daher im Rahmen dieser Plattform nicht um inhaltliche Differenzen. Es geht uns wirklich darum, dass die Menschen in Österreich bei der Wahl zum Europäischen Parlament ein starkes Zeichen setzen. Es gibt natürlich einiges, dass man an der Europäischen Union verbessern kann. Aber Populismus und destruktive Ablehnung werden zur Verbesserung nichts beitragen. Im Gegenteil. Was wir wollen, ist ein aktiver und konstruktiver Teil der Europäischen Union sein. Und was wir wollen, ist Gegenkräfte, die die europäische Idee und den sozialen Zusammenhalt in der EU zerstören wollen, gegen die wollen wir energisch auftreten. Was eines der wichtigsten Wesensmerkmale dieser Plattform ist und ein ganz großer Bestandteil: es kann uns ganz einfach nicht egal sein, was in dieser Europäischen Union passiert. Wenn 80%, die Zahl ist heute schon genannt worden, alle Entscheidungen, die unser tägliches Leben betreffen, in der EU getroffen werden, auf den verschiedensten Ebenen, in den verschiedensten Formen, die stärkste Form dann letztendlich die Richtlinie, die unsere Gesetze beeinflusst, dann ist es umso wichtiger mitzubestimmen, wie das Parlament zusammengesetzt ist. Und auch die heimischen Politikerinnen und Politiker treffen in der Europäischen Union Entscheidungen. Und was gerade der ÖGB will, ist, dass die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den europäischen Institutionen gut vertreten werden. Und natürlich und vordergründig, was die Wahl betrifft, im Europäischen Parlament. Und das geht aus unserer Sicht nur, wenn sich auch möglichst viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an dieser Wahl beteiligen. Zudem wollen wir motivieren, zudem wollen wir alle Anstrengungen unternehmen. Das ist unser Hauptziel. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hier bis zum 7. Juni einiges bewirken können.